Das Dialogforum am Flughafen Wien-Schwechat informierte kürzlich über den aktuellen Stand der Überprüfung des Baubescheids der niederösterreichischen Landesregierung für die dritte Piste am Airport Wien. Wir befinden uns heute im Visit Air Center am Flughafen Wien-Schwechat. Eine Forderung aller Parteien im Dialogforum und es sind ungefähr pro Jahr 50.000 Menschen, die hier Gebrauch machen von Informationen, wie sich der Flughafen hier entwickelt. Sie haben ja den ganz dicken Ordner genauest geprüft mit den Anrainer Gemeinden. Was ist bei dieser Überprüfung herausgekommen? Also wir prüfen seit Wochen intensivst, ob der Bescheid mit unseren privatrechtlichen Vereinbarungen, den Mediationsvertrag, ob das auch alles übereinstimmt, ob es hier nicht Gegenteiliges gibt, Verschlechterungen gibt zu unseren Vereinbarungen und wir haben das auf viele Themenbereiche genauestens untersucht und da waren Bürgerinitiativen genauso wie die Ländervertreter, genauso wie natürlich wie die Nachbargemeinden dabei und das Schöne ist, dass wir jetzt vor einer alles entscheidenden Sitzung stehen. Am 21. August wird diese auch stattfinden und dort werden alle Mitglieder dementsprechend Stellung dazu beziehen, ob Berufung oder Nichtberufung. Wie wurde vorgegangen in den Sitzungen? Wichtig ist, wenn man Dialog lebt, dass eine Vertrauensbasis da ist und so haben sich die Mitglieder die Arbeit nicht schwerer gemacht, als es notwendig ist. Sie haben versucht, sich die Arbeit aufzuteilen und so ist es dazu gekommen, dass eben nicht alle immer alles anschauen mussten, sondern eben einzelne Gruppierungen immer die Themen durchgearbeitet haben und das wurde dann in Sitzungen, die ich organisiert habe, zusammengebaut zu einem Gesamtbild. Es hat insgesamt drei große Sitzungen gegeben, also für die Sommerpause. Es waren wirkliche Sommersitzungen. Wir haben drei heiße Tage erwischt, aber die Beteiligung war sehr, sehr groß, also zwischen 25 und 30 Personen bei diesen Sitzungen, abgesehen jetzt von diesen vielen, vielen Runden, die im Hintergrund gelaufen sind. Also ich möchte mich sehr, sehr herzlich auch bei dieser Gelegenheit bei allen Mitgliedern, insbesondere bei den Bürgerinitiativen bedanken, die ja da in ihrer Freizeit tätig sind und die sich die Sache nicht leicht gemacht haben, die da sehr, sehr genau auf die Themen eben drauf geschaut haben, wie man so schön sagt, um zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung nach Möglichkeit zu kommen. Wesentliche Punkte waren welche? Ja, zum einen natürlich ganz klar in der Nachbarschaft des Flughafens ist uns natürlich die Lärmschutzmaßnahmen natürlich ein wichtiges Anliegen, allerdings auch der Nachtflug, die Nachtflugregelung. Und wenn man sich da auch ansieht, manche Länder haben Nachtflugverbote, aber die Nachtflugregelung, so wie es hier am Flughafen Wien-Schwechat ausgearbeitet wurde, stellt ein wesentliches besseres Element dar, wie es manche andere Länder mit einem Nachtflugverbot hier ausverhandelt haben. Aber natürlich auch die Flugroutenverteilung, die Pistenlage an sich und genauso wie natürlich auch die Lärmdeckelung. Das ist ein wesentliches Instrument im Mediationsvertrag, das wir hier genauestens geprüft haben, und zwar der Ansatz, dass aufgrund einer weiteren Piste der Lärmteppich, das heißt der Einfluss des Flugzeuglärms auf die Bevölkerung in der gesamten Umgebung nicht größer sein darf. Und ich denke, so wird im Dialogforum kontinuierlich an Verbesserungen gearbeitet und ich denke, dass dieser Prozess auch in Zukunft fortgesetzt werden soll.